Hallo, mein Name ist Stefan. Ich mache jetzt YouTube, werde steinreich und berühmt. Guten Morgen. So, da bin ich am Lotus in Chongtong. Das Catmobil bleibt heute hier den ganzen Tag stehen, denn ich treffe gleich den Elli. Und mit dem Elli geht's auf zu neuen Abenteuern. Und wir nehmen euch natürlich mit. Also, auf geht's, neue Abenteuer. So, da sind wir. Elli ist da, ich bin da. Und wir sind hier in einem Kloster angekommen, wo ich auch schon mal war. Da gibt es auch schon ein Video zu. Da lasse ich euch gerne noch mal oben einen Link da. Aber Elli kennt den Platz noch nicht. Und da er gerne in Höhlen geht, habe ich ihm gesagt, weißt du was, ich kenne da noch was. Das zeige ich dir im Doi-Tau-Gebirge. Da sind wir jetzt. Und in der Videobeschreibung unten findet ihr natürlich auch einen Link zu diesem Platz. Schaut da ruhig mal rein, um mal eine Idee zu bekommen, wie weit wir gefahren sind. Das ist also wirklich, ja, eine gute Stunde, anderthalb Stunden von mir weg. Und es ist ein großartiger Platz. Und es ist eins der schönsten Waldklöster, die ich kenne in ganz Thailand. Weil es so extrem gut gepflegt ist, aber ohne, ja, wie soll ich das sagen, es passt sich halt sehr gut hier in die Natur ein. Es ist also wirklich ganz fantastisch gemacht. Und ich, obwohl ich hier schon Videos gemacht habe, ich bin jetzt zum zweiten Mal hier, werde ich trotzdem noch ein bisschen filmen und euch ein paar Impressionen geben. Und in der Höhle oben, wir haben, also Elli hat zwar richtig dicke Lampen mitgebracht, da kann ich dann diesmal auch ein bisschen mehr filmen. Letztes Mal hatten wir eben nur so Taschenlampen dabei, jetzt haben wir richtige Flutlichter. Von daher wird es bestimmt auch nochmal interessant, in diese Höhle reinzugucken, auch wenn ihr schon das andere Video gesehen habt. Ja, also auf geht's. Jetzt lasse ich den Elli mal vorlaufen, weil ich kenne das schon und ich weiß, wie schön das hier ist. Und breathtaking, atemberaubend. Jetzt lassen wir ihn vorgehen, er soll da ruhig mal seine Erfahrung machen. Und wenn er soweit ist, klettern wir die Stufen hoch und dann gehen wir in die Höhle. Ein Traum hier. Der Garten ist wundervoll gepflegt, angelegt. Schaut euch mal diese Pflanzen an, die Bäume hochwachsen. Ich habe selten in meinem Leben ein so wunderschönes Kloster gesehen, ohne dass es jetzt wirklich groß ist oder wie soll ich das sagen, gigantisch, sondern es ist einfach schön. Und es passt hier hin. Es ist wirklich so in den Wald eingepflegt. Ja, ihr seht dieses Eingangstor, wunderschön gemacht, aber schlicht. Und das passt hier einfach hin. Yes. Oh my goodness me. Oh, I might need to do my prison of the day. I'm going to do this with an exercise.
Und jede Stufe ist anders. Das heißt, man findet keinen gleichmäßigen Schritt. Schaut euch das mal an hier. Die ist rund 40 cm hoch. Und dann hast du wieder welche, die haben nur 20, 25. Und das macht das so anstrengend. Und natürlich die Luftfeuchtigkeit. Aber wenn man sich zwischendurch mal umdreht und das hier sieht, dann ist es das wert. Ja. Was ihr nicht sehen könnt, sind die Millionen Mücken, die mich gerade umkreisen. Und ich habe natürlich vergessen, mich einzusprühen. How long ago? Hanging. Your head steady. Thank you. Just here. They're not big like the other ones. You have bigger down there. This is huge. I mean, this is just the beginning here, yeah? I think if I remember right, we go somewhere left and then we see the window up in the small room up there. Okay. So there are two main roads. One road down here and one somewhere left. Looking at this texture here, it looks like ripples on a sandy beach where the tide is. What's the color of the texture? And
We missed a crossing somewhere. Yeah. Yeah, I think we have to go in here. Yeah. Here's a huge chamber that I've got under the steps. yeah. Snakeskin. Aha, welcome. Better watch out. So let's keep our eyes open here. This will be interesting. What will you see today? There's the window. There's a big spider on the floor. Spiders. Hear the wings beating around my head. Yeah, but they won't hit you. No, they're sonar. I think that's some sort of cricket or jumpy. Six-legged. Long tentacle thing. Oh my goodness me, it goes all the way through. I told you it's big. It's huge. Oh my goodness me. And I thought I'd be crawling. But this is just so accessible to walk in here. As long as you don't mind walking in and out, that's one way. Trying to avoid the huge amount of worms on the floor. At the same time, Ellie, did you see that up there? It's like a thunderstorm of bats.
You should have brought an umbrella. Oh, they keep pooing on us. Are you sure? You don't want to know, right? I don't want to know. Very good. Very useful indeed. Charge lasts for about 20 minutes. Why to your sin leg? On his nose. Stefan? I see him. Amazing how they hang on. Can I go further? No. Ihr habt es gesehen, das Problem, was man da unten natürlich hat, ist, dass die Kamera auf das nächstgelegene Objekt fokussiert. Das heißt, die Viecher vor der Kamera waren oft scharf und der Hintergrund unscharf. Schwierig. Also wie man in so einer Höhle vernünftig fotografieren kann, gerade wenn da so viele Viecher sind, ist mir schleierhaft. Und wenn ich auch schon da drin war, ist es immer wieder sehr beeindruckend. Heute haben wir deutlich mehr Fledermäuse gesehen. Beim letzten Mal bin ich ja auch nicht ganz tief mit runter, weil diese Würmer überall so dicht an dicht lagen. Ich wollte die nicht plattreten. Heute ging es, weil der Boden, der war wie weiche Erde. Das heißt, ich habe die nicht kaputt getreten. Ich habe die vielleicht ein bisschen runtergedrückt. Aber was da an Fledermauskot unten liegt, das ist unglaublich. Und wir haben mehrere verschiedene Sorten Fledermäuse gesehen. Kleine, große. Aber das seht ihr ja hoffentlich alles im Video. Ich hoffe sehr, dass es nicht so verwackelt, weil ideal wäre so eine Actioncam da unten. Das Problem ist, da reicht das Licht nicht für. Das heißt, ich habe mit der Sony gefilmt und habe dann vom Eddie so eine große Lampe bekommen, so einen Strahler. Und ich hoffe, das hat funktioniert. Ja, ganz toller Platz. Im Übrigen den Link für die Sony-Kamera, für die kleine DJI Action-Cam, die ich habe, für die Drohne und, findet ihr alles in der Videobeschreibung zu einem großen Online-Kaufhaus. Im Übrigen, wenn ihr diese Links nutzt und von da aus dann weitergeht und irgendwas anderes kauft, dann werde ich trotzdem unterstützt. Dafür vielen lieben Dank. Ich sehe immer wieder, das macht der ein oder andere auch. Manchmal sind es nur 5 Cent, manchmal 30 Cent. Aber in der Summe ist das toll. Und für euch kostet das nichts mehr. Und mir hilft es ein bisschen. Also seid so nett, wenn ihr das nächste Mal bei dem großen Online-Kaufhaus mit A, dessen Namen ich hier nicht sagen darf, was bestellt, dann seid so nett. Geht über meine Videos, nutzt die Videobeschreibung, die Links und dann weiter. Kostet euch nichts. Hilft mir, ist ein super Weg, uns zu unterstützen, ohne dass ihr irgendwas dafür ausgeben müsst. In diesem Sinne, jetzt gehen wir noch ein bisschen hier uns die Gegend anschauen. Ich bin mir sicher, wir lassen gleich auch nochmal die Drohnen fliegen. Der Ellie hat sogar 2 dabei. Also, weiter geht's. Viel Spaß.
Nach der Höhle sind wir noch runter zum Doltausee gefahren oder zu dem mickrigen Rest, der davon noch übrig ist. Was wirklich schade ist, das war mal ein wunderschöner See, aber aufgrund von Staudämmen und Klimaveränderungen kommt halt kaum noch Wasser da an. Ja, dann haben wir beide noch ein bisschen die Drohne fliegen lassen. Viel Spaß bei den Bildern. Thank you.
Ja, in dem Auto sitzen wir. Das ist verdammt schwierig, einem sich bewegenden Objekt hinterher zu fliegen. Ich habe das zum ersten Mal gemacht, daher alles noch ein bisschen ruckelig. Ich bitte das zu entschuldigen, aber ich fand es eine witzige Idee. Ali hatte das vorgeschlagen. Also, ich versuche mit der Drohne irgendwie dran zu bleiben. Gar nicht so einfach. Die Kaffeekultur hier in Thailand ist wirklich erstaunlich. Es gibt so viele schöne Cafés. Ich bin jetzt hier in Chom Thong und hier gibt es das Nek Nee Café. Das ist gerade umgezogen, hat sich vergrößert. Ellie ist ganz aus dem Häuschen und sagt, das ist so ein toller Platz gewesen schon vorher. Aber jetzt ist es halt viel größer geworden. Ich drehe mich mal. Und ja, wir werden jetzt hier noch einen schönen Kaffee trinken zum Abschluss unserer Tour heute. Und ich bin gespannt, ich werde ein bisschen filmen und werde euch ein weiteres schönes Café vorstellen. Es freut mich sehr, dass wir das jetzt noch machen. Ich freue mich auf den Kaffee. Auf geht's, Nek Nee Café. Sehr, sehr schön gemacht. Ich drehe mal, dass ihr auch was seht. Das kriegen sie wirklich toll hin hier in Thailand. So, und warum habe ich nicht drinnen gefilmt? Na, wer weiß es? Genau, drinnen lief Musik, habe ich sofort einen Copyright-Claim an der Backe. Deswegen zeige ich euch nur Bilder von innen. Es war ein geschäftiges Treiben, der Laden war brechend voll. Wir haben gerade noch einen Tisch bekommen. Ausgesprochen, ansprechend gemacht. Der Kaffee war exzellent. Kuchen haben wir nicht probiert. Aber der Kaffee war wirklich, wirklich gut. Und auch das Ambiente hier, total stylisch. Irrer Laden. Und dann irgendwo in so mitten in Chom Thong, mitten hinten drin, musst du wissen, wo es ist, um es zu finden. Wirklich toll. Die Tour war damit zu Ende und das Video ist es auch. Ihr Lieben, ich bin raus für heute. Seid nett zueinander. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Durchhalten bis zum Schluss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan aus Thailand. Ciao, ciao.